Sie überschreiten die Grenze in die unbekannte Dimension. Die Tagesschau, schau. Die Schweiz ist raus. Öfters mal Gewitter, die Niederlage gegen Schweden, für viele ein richtiger Schock. Look at that, that's a dead body right there. So, anyway, if you're sad, don't be sad. Ja, die Enttäuschung ist groß. Aber es ist der Schweiz gelungen, ihre neutrale Haltung zu wahren und sich als Land zu präsentieren, das mit allen redet und vermittelt. Ende gut, alles gut. Beim genauen Hinschauen heute aber gilt, Ende gut, gar nichts gut. Hopfen und Malz verloren? Noch nicht. Aber wenn weniger getrunken und mehr gebraut wird, braut sich was zusammen. Missbrauch von Kindern. Alle Mönche pädophil. Und außerdem werde ich euch jetzt alle fluten. So ist es. Servus, Prost. Regenfällen. Regenfällen, welche die Erde am Schluss nicht mehr schlucken kann. Und damit zu Andrea Fetsch mit den Themen von 10 vor 10. Das nächste Problem taucht schon auf. Österreich, Cornelia. Besten Dank, Andrea. Hier bringen nun gleich die Kollegen von Meteo Klärung, was das Wetter angeht. Und danach die zweite Folge von Gestüt Hochstädten. Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Der Regen, der kommt wahrscheinlich meistens von oben her. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Adi miteinander. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise.